Auch unsere Zebu-Rinder genießen das abendliche Grünfutter. Oder sonnen sich noch ein wenig in der Abendsonne. Max und ich haben gerade Futter gemäht. Ja, und so sieht es dann bei uns aus. Ziegenkitze genießen, das wunderbare frische Gras. Die laufen bei uns, solange sie quasi klein sind, am Hof herum. Hier haben wir unsere Herde Zwergziegen, die auch gerade am frischen Grün sich laben können. Hier die Mütter der Ziegenkitze. Okay, da kommt sie gleich zur Mama, die auch frisches Grün bekommen haben. Und die braven Norika ganz hinten. Es ist alles ein bisschen abgedunkelt. Ich habe jetzt kein Licht aufgedreht. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Mücken und Pferdebremsen und Bremsen. Und da ist es gut in der Halle kühl. Jetzt hier im Hochsommer oder zu hochsommerlichen Temperaturen. Ja, und das ist die eigens für die Ziegenkitze benutzter Grasvorhang. Die genießen das mitten unter dem Serama-Hündchen. Schau dir mal die stolzen Ritter an. Stolzen Gockel. Einer stolzer als der andere. Ein stolzerer Ritter als der andere. Die kleinste Hühnerrasse der Welt. Serama, Zwerghund. Schaut der Kid zu den Ziegen, der regt sich höchstens auf. Ja, die Ziegenkitze, die genießen das frische Grün. Dass sie schön wachsen, die sind auch jetzt schon mit ihren 2 Monaten, stehen die schon schön da. Das ist erfreulich. Du siehst auch, wie friedlich hier die männliche Gockelschar ist. Am Kamm siehst du noch manchmal blaue Verfärbungen, wenn sie dann doch rittern und sich am Kamm schnappen. Ja, so läuft es halt bei uns immer ab, mitten unter den Tieren. Wir leben wirklich ein tiergestütztes Leben. Wir unterrichten es nicht nur, was es heißt, hier naturgestützt zu arbeiten, sondern wir leben hier wirklich im Alltag ein tiergestütztes Leben, unsere Familie, unsere Mitarbeiterinnen. Ja, und so möchte ich dir immer wieder einen kleinen Einblick in die Akademie geben und wie es unseren Tieren geht, wie es uns geht. Mit diesem schönen Ausblick möchte ich mich wieder für heute von euch verabschieden. Euer Dieter Schaufler. Tschüss, Hündchen.